Das Spiel der Regionalliga Ost FAS Berlin gegen den ESC 07 Berlin wird Ihnen präsentiert von Transdev. Derby-Time im Wedding. Der ESC 07 ist zu Gast bei den Akademikern von FAS Berlin. Und der Außenseiter macht es den Hausherren nicht leicht im Erika-Hess-Stadion. Mit kampfbetontem Spiel provozieren die Gäste immer wieder und die Akademiker nehmen den Kampf an. Was im ersten Drittel insgesamt 6 Strafzeiten für FAS nach sich zieht. Eine 10-Minuten-Strafe für Marvin Mietke nach diesem Bandencheck inbegriffen. Und ein deutliches Chancenplus für den Schlittschuhclub. Ja, naja, das ist deren Spiel hart. Hart ist auch in Ordnung, ist ein Derby, da soll es zur Sache gehen. Ist auch was für die Zuschauer, die da sind. Und das sind die Chancen, die sie nutzen können. Für uns provozieren, wir machen Strafen, die haben Überzahl. Nach dem ersten Drittel ist FAS Berlin mit dem 0-0 durchaus noch gut bedient. Unter den vielen Strafzeiten leidet auch die Einsatzzeit von Rückkehrer Dimitri Butasch. Der hat sich nach fast 2 Jahren Verletzungspause eigentlich mehr vorgenommen bei seinem Comeback. Ja, ich fühle mich super, ich bin total heiß, ziemlich aufgeregt. Ich bin froh, endlich wieder spielen zu können und ich freue mich drauf. Im zweiten Durchgang ziehen die Werdinger aber das Tempo an und brauchen dann nur 3 Minuten für 3 Tore. Zuerst besorgt Eicher die Führung, Merck und Chaya dann in kurzer Folge mit dem 2-3:0. Kurz vor Ende des zweiten Drittels verkürzt der Club zwar noch einmal, doch die Hausherren haben die Partie jetzt im Griff. Und jetzt bekommt auch Dima Butasch seine Einsätze, dessen größte Sorge bis dahin seinen lädierten Knien galt. Man muss irgendwie die Knie ein bisschen warm halten, weil wenn man aufs Eis kommt, dass man nicht zu steif ist und dass da nicht so viele Schmerzen sind. Aber das habe ich ganz gut an der Bande hingekriegt und dann die 3 Wechsel, die ich hatte, bin ich Vollgas gegangen und hatte da auch keine großen Probleme. Probleme bekommt jetzt der Club, als FAS-Rekordspieler Eicher mit einem Billardtor auf 4-1 erhöht. Die Akademiker, für die Nico Jentsch in der Schlussminute noch zum 6-2 Endstand trifft, gewinnen auch in dieser Höhe verdient und können langsam für die Playoffs in der Regionalliga Ost planen. Auch wenn dazu rechnerisch noch 3 Punkte fehlen. Die sollen am kommenden Sonntag gegen den Tabellenletzten aus Bad Muskau eingefahren werden. Das Spiel der Regionalliga Ost FAS Berlin gegen den ESC 07 Berlin wurde Ihnen präsentiert von Transdev.